liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Der heutige Pokalfight endete nach 120 Minuten vor 1810 zahlenden Zuschauern mit 1:2. Für Sie bei uns heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer, zu meiner Linken Sascha Hildmann, zu meiner Rechten Kickers Cheftrainer Jürgen Seeberger. Wie immer darf ich an dieser Stelle zunächst den Gästetrainer um sein kurzes Statement zum Spiel bitten. Lieber Sascha, wie hast du die 120 Minuten gesehen? Ja, zunächst mal muss ich tief durchatmen, durchpusten. Es war wirklich ein sehr harter Fight. Ich glaube, dass wir gut in diese Partie reingefunden haben, die ersten 20 Minuten uns auch mit einem Tor belohnt haben. Danach haben wir unverständlicherweise den Faden verloren. Kickers hat mehr Zugriff auf uns bekommen. Wir waren oft im letzten Drittel zu ungenau mit unseren Pässen, haben dadurch Bälle verloren und dadurch konnten die Kickers immer gut umschalten und auch ihre Spieler, ihre Stürmer in Szene setzen. Zwar auch nicht so 100% gefährlich, aber immer wieder im Spiel drin. Es war sehr ausgeglichen dann. Und so gehen wir in die Pause. Nach der Pause dann habe ich gesagt, dass es jetzt ganz schwer wird. Wir müssen dieses Spiel total annehmen, diese 45 Minuten jetzt voller Leidenschaft Fußball spielen und uns dagegen stemmen und auch mutig nach vorne agieren. Wir haben es nicht geschafft, den Gegner zu beherrschen. Wir wollten es, aber wir haben es nicht hinbekommen. Die Kickers haben sehr gut gestanden, gut verteidigt und immer wieder Bälle geklaut und sich dann auch mit dem Tor belohnt. Natürlich haben wir am Schluss die letzten 10 Minuten nochmal alles nach vorne geworfen, viele Standards gehabt, aber letztendlich nicht unbedingt zu 100% gefährlich gewesen. Dann kam die Verlängerung, da hatten wir den besseren Start mit dem schönen Tor von Dominik Pelivan. Du kannst den Ausgleich bekommen durch einen Pfostenschuss, auch wir schießen nochmal in den Pfosten. Dann war es dann ein offener Schlagabtausch, weil die Mannschaft hat dann aufgemacht und wir wollten dann durch den Konter noch ein bisschen beruhigter sein. So war es bis zum Schluss enorm spannend. Die Stuttgarter Kickers haben eine sehr gute Leistung gezeigt, haben sehr gut gekämpft und wir haben uns sehr schwer getan. Und ich muss sagen, dass wir verdammt froh sind, dass wir eine Runde weiter sind. Das ist im Pokal das Wichtigste, eine Runde weiterzukommen, aber wir wissen auch, dass wir uns bestimmt noch steigern müssen für das nächste Spiel. Vielen Dank. Ja, wir haben zu danken für dein Statement. Jürgen, dein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend von meiner Seite. Herzliche Gratulation an Groß-Asbach, Sascha und dein Team. Ja, ich habe hier einen guten Einstieg gehabt mit der Mannschaft am Montag, Dienstag und konnte das Spiel gut vorbereiten. Wir sind in die ersten 20 Minuten, wie schon angesprochen, sind wir auch nicht so gut reingekommen, weil wir eigentlich uns auf den Spielaufbau eingelassen haben, ja, was nicht so optimal war und dann letztlich in die Situation kam, dass genau aus so einer Situation ein Tor fällt. Die Mannschaft hat es aber gut weggesteckt. Wir konnten dann besser aufs Spiel zugreifen, wie schon erwähnt wurde, bin ich auch der Meinung. Allerdings mit mehr langen Bällen, da war der Mirotunic unheimlich wichtig, viele Duelle gewonnen oder dann die Bälle noch verlängert und da waren wir ganz gut im Spiel, auch über die zweiten Bälle. Und insgesamt kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf oder überhaupt nichts bemängeln, außer dass ich die ersten 20 Minuten den Spielaufbau eigentlich, was wir gar nicht so vorhatten, haben sie von sich aus gemacht und leider ist es dann gleich, hat es nicht so gut funktioniert und wurde vom Gegner bestraft. Das ist das Einzige. Ansonsten waren wir in einem Pokalfight drin. Wir waren in der Partie zu jeder Minute. Wir hätten einen Ausgleich schießen können, wir hätten auch vielleicht in Führung gehen können. Also Kompliment an die Mannschaft. Und was für mich jetzt wichtig war als Erkenntnis auch Richtung Samstag, dass ich viele Spieler gesehen habe. Ja. Man hat Dörre eingewechselt, Hirsch eingewechselt, Diakite, Meiser, ja, und natürlich die ersten. Also ich konnte jetzt 15 quasi Spieler sehen im Einsatz und das ist schon mal sehr wichtig für mich als Erkenntnis. Und die will ich natürlich gerne mitnehmen jetzt Richtung Samstag. Wir haben jetzt noch 4 Spiele, das steht ab heute fest. Und da gilt jetzt unsere ganze Konzentration drauf. Und ja, ich freue mich auch, weil die Mannschaft wirklich die Dinge annimmt. Ja. Die Jungs in Ordnung haben Teamgeist, haben ein gutes Zusammenleben, so wie ich das gespürt habe. Und das ist mal das Allerwichtigste. Und darauf lässt sich jetzt Tag für Tag aufbauen, dass wir jetzt gut das vorbereiten auf Völklingen. Danke.
Ja, auch dir, lieber Jürgen, vielen Dank für deine Ausführungen zum Spiel. Gibt es von Ihrer Seite Fragen an die beiden Trainer? Sollte das so sein, bitte um kurzes Handzeichen. Dem scheint heute Abend nicht der Fall zu sein. Insoweit bleibt mir noch einen kurzen Ausblick in die nächsten Tage zu gewähren. Wir treten am Samstag, wie eben erwähnt, den 14.04. in Röchling-Völklingen an, bevor wir dann am 21.04. hier zu Hause Gastgeber sind, wenn wir den SC Freiburg 2 am 21.04. um 14 Uhr im Grazi-Stadion auf der Waldau begrüßen dürfen. Den Gästen aus Asbach wünschen wir eine gute Nachhausefahrt, uns Blauen noch einen schönen Abend, gute Zeit, vielen Dank fürs Kommen nochmals und auf die Blaue!